Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Trash Götterdämmerung. Wir gehen mal eben Ulvas Truhe holen. Denn für die haben wir jetzt ja gerade einen Schlüssel bekommen. Dann können wir die auch mal schnell aufmachen gehen. Oder sollen wir noch... Komm, wir reden noch mit den... Wir reden noch mal mit den, Typen. Was ist denn das hier eigentlich für eine Truhe? Ich brauche den richtigen Schlüssel. Garix Bogentruhe. Wie viele Truhen von irgendwelchen Leuten gibt es, die einfach so mitten irgendwo rumstehen? Waren hier nicht die... Ich kann nicht mehr. Die Leute, Lennart, ja. Hallo, Ulva schickt mich. Die Frau von einem deiner Freunde. Oh, ja, ja. Was kann ich für dich tun? Ulvas Mann hat ihr vor seinem Tod nie erzählt, wo er das Gold versteckt hat. Und jetzt kommt sie nicht an das Gold. Hat ihr Mann dir mal was über das Versteck erzählt? Ja, klar. Ich weiß, wo es ist. Ich war der Einzige, dem er das anvertraut hat. Du findest die Truhe bei einer Brücke in der Nähe von Faring. Hast du nicht, kümmere dich besser um deinen Kram. Mit wem sollten wir noch reden? Hier. Reik und Gotthard. Keine Ahnung, wer die sind, Alter. Ist mir auch scheißegal. Ich hole jetzt einfach die Truhe und dann ist mir auch wurscht. Es ist alles einfach so dumm. Ach ja, wir können ja nicht im Laufen trinken. Aber ich glaube, warte mal. Ja, das müsste jetzt Folge 14 sein. Oder? Ich glaube schon. Wenn das Folge 14 ist, dann mache ich noch diese zu Ende und dann noch eine und dann habe ich es für heute geschafft. Flammenwelle und 3000 Gold. Cool. Was man Götterdämmerung zugute halten muss, es ist immer noch nicht einmal abgestürzt. Aber ich glaube nicht, dass Götterdämmerung was damit zu tun hat. Hier bitte, dein Gold. Damit dürfte dein Auskommen gesichert sein. Vielen Dank. Und jetzt, wie versprochen, bringe ich dir was über Magie bei. Setz diese Fähigkeit mit Bedacht ein. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Bring mir etwas über alte Magie bei. Was? Du kannst einfach Mana-Regeneration beibringen. Ah, mein Held. Ich habe im Moment leider keine Zeit. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Mann. Okay. Sie hat mich angequatscht, aber okay. Gut, dann würde ich sagen, sparen wir mal 2 Level-Ups für Mana-Regeneration. Was einfach so eine random Frau uns beibringen kann, die in der Höhle in Gotha steht. Unfassbar. Weißt, ich habe ja nichts dagegen, dass eine Frau ist. Von mir aus macht eine Feuermagierin, eine Wassermagierin, eine Schwarzmagierin, die einem das beibringen kann. Aber irgendeine komische Frau? Was das? Dürfen wir hier ran? Naja, wir dürfen hier sogar ran. Okay. Die alten Truhen sind immer noch nicht besonders gut. Aber wir haben 16 Wein. Zack. Damit haben wir jetzt
71 Mana-Tränke, das ist gut. Jetzt machen wir endlich mal diesen komischen Regen hier weg. Das ist ja unfassbar nervig. Oh, ist das schön. Ist das schön, wenn es vorbei ist. So. Gibt's hier noch irgendwelche Leute? Also es gibt hier bestimmt noch Leute, aber Leute, mit denen wir reden können, meine ich. Ich habe dich erwartet. Und es kommt. Sprich kein Wort. Und geh wieder. Denn der eine hat nur Zeit für alles. Danke. Danke mir nicht. Denn die Zukunft kann die guten Taten von heute in ihr Gegenteil verkehren. Und du wirst auf ewig in der Schuld deines Feindes stehen. Denn er hält dich in seiner geschlossenen Hand. Verstehe. Bis dann. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ach, der kann uns das auch beibringen, okay. Und Wassermager kann er uns auch beibringen. Hallo, womit kann ich dir dienen? Ich habe gerade eine neue Lieferung reinbekommen. Was für eine Lieferung? Alles Mögliche. Sag mir einfach, was du brauchst. Was weißt du über Gorm? Gorms Leute sind ihm treu ergeben. Kein Anführer von Myrtana ist so beliebt wie er. Mist. Das gibt doch nur wieder. Warum hast du keine bessere Rüstung? Richtig, aber trotzdem geht das nicht so. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Er hat einfach ein Großschwert im Inventar, aber er hat 30.000 Gold. Und es kommt noch schlimmer. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Nee. Dafür müssen wir vielleicht nochmal nach Silden. Das ist zumindest der einzige Dieb, mit dem wir irgendwie handeln können. Was man so rum erzählt. Glaubst du wirklich, einen Rat annehmen? Was kann denn schon groß passieren? Trotzdem gefällt mir das Ganze gar noch schlimmer. Das ist unserer. Ich weiß. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Aber das behalten wir alles. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Es gibt doch nur wieder Ärger. Der letzte Scheiß. Das hat uns gerade richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. Das Ding ist einfach 20.000 wert. Trotzdem gefällt mir das Ganze. Irgendwann ist doch das vorbei. So, womit kriegen wir jetzt möglichst viel Gold auf einmal weg? Einige Dinge werden sich niemals. So dass wir näher an die 30.000 rankommen. Hier ist noch eine Armbrust. So. Was kann denn schon groß? Da haben wir ein mächtiges Problem. Jetzt haben wir Gold. Willst du was kaufen? Hast du Schnaps im Angebot? Nein. Hast du Waffen im Angebot? Nein. Was hast du überhaupt? Ork-Schrumpfköpfe und Ork-Clown. Wer kauft denn sowas? Menschen. Und warum? Sie schützen einen vor Bösem und sind außerdem noch ein sehr dekorativer Wandschmuck. Willst du jetzt welche haben oder nicht? Nein, danke. Dann verschwinde und vergeude nicht weiter meine Zeit. Was kannst du mir über die Ork-Angriffe sagen? Ich hoffe, dass beim nächsten mehr Orks sterben. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich würde gerne einen Schrumpfkopf kaufen. Ich habe keine mehr. Auf Wiedersehen. Wann kriegst du wieder welche rein? Wenn Gorm das nächste Mal Trellis angreift. Wie lange brauchst du, um die Köpfe herzustellen? 30 Tage. Der Kopf muss getrocknet, gesäubert und in einen Heiltrank eingelegt werden. Was zur Hölle ist das? Willst du einen Schrumpfkopf kaufen? Was bist du denn für einer? Ich will einen Schrumpfkopf kaufen. Ich habe keinen. Gibt es viele Schmiede in Gotha? Es gibt ein paar, aber ich bin der Beste. Taugen die Rüstungen von Gorn-Soldaten was? Oh ja. Sie sind sehr widerstandsfähig, ganz anders als die Dinger, die die Paladine tragen. Ich glaub, ich will das gar nicht hören. Besuchen die Paladine Gotha manchmal? Nein, aber ich habe mein Handwerk in Vanguard gelernt und dort auch oft an den Paladin-Rüstungen gearbeitet. Halten die Dinger auch Ork-Waffen stand? Ja, aber nur ein paar Schläge, dann sind die auch hin. Warum bist du nach Gotha zurückgekommen? Gotha bin ich frei. In Vanguard hat Lee jede Menge Gesetze und Regeln aufgestellt. Da fühlt man sich wie ein Gefangener. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Aha. Ich trotzdem sich von selbst. Halt! Du kannst hier nicht durch.
Ich muss dringend mit Gorn sprechen. Ich bin ein alter Freund von ihm. Ah! Schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Ich selbst bin ja Mixadas befreundet. Wir haben gemeinsam Mana-Pflanzen gesammelt. Nein, ehrlich? Gorn und ich? Ich kann keine Fremden durchlassen. Es gibt Gerüchte über eine Gruppe von Kriegern, die nach Myrtana gekommen ist und hier Probleme macht. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht kann ich da behilflich sein. Ich muss unbedingt mit Gorn reden. Du bist ziemlich hartnäckig. Okay, pass auf. Wenn du unbedingt zu Gorn willst, musst du Gotha erst einen Dienst erweisen. Nämlich? Wie wäre es mit einer großzügigen Spende? Und wofür? Für die Unterstützung der armen Torwächter von Gotha. Verstehe. Wie groß soll die Spende dann ausfallen? 50.000 Gold. Wenn ich mir so ansehe, was die Torwächter hier schaffen, ist das ein ziemlich stolzer Preis. Gorn zu sehen scheint dir also doch nicht so wichtig zu sein, wie du sagst. Mist. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ich weiß nicht, ob du das. Ich bezahle dich nicht. Dann verschwinde! Mach hier keinen Ärger, klar? Kein Schritt weiter. Noch einen Schritt in dieser Richtung und du kannst was erleben. Du hast es so gewollt. Verschwinde! Ich sagte. Bleib stehen! Nein. Alarm! Eindringling! Gorn ist doch gar nicht hier. Ich sagte raus! Ah, ich bin ja schon weg. Eindringling! Ich sagte raus! Es wird sich schon lohnen, hier hinter zu gehen mal. Aber 50.000 Gold? Es gibt doch nur wieder Ärger. Ich glaube, wir haben vollkommen den Verstand verloren. Und wie gesagt, Gorn ist ja nicht mal da. Aber ich will das wirklich nicht bezahlen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Wir gehen erstmal nach Faring, würde ich sagen. Aber wir gehen in Faring erstmal hier runter. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Und schauen uns hier mal um. Hier sind auf jeden Fall... Oh doch. Hier sind zwei schwarze Trolle. Wollt ihr mich komplett... Sind das schwarze Trolle? Nein, das sind normale Trolle. Tippler ist auf jeden Fall nicht mehr da, würde ich behaupten. Kommen wir hier irgendwie auf Tipplers Hütte? Vielleicht kommen wir auch hier rauf. Na, hier kommt man dummerweise von unten auch hoch. Alternative hier rauf. Das könnte funktionieren. Probieren wir es mal aus. Okay, wir machen sehr viel Schaden inzwischen bei diesen Trollen. Gar nicht mal schlecht, aber so richtig viel bringt es uns jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wir können nochmal bei der alten Ruine, wo Tippler immer jagen geht, was auch immer er da jagt, vorbeigucken. Ja.
Okay. Da! Nee. Ah, auch nicht. Nein. Okay, so müsste es gehen. Trink noch einen, bitte, danke. So, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Und die Barriere um Vanguard scheint weg zu sein. Und das sieht mir doch irgendwie nach Golem aus, da hinten. Ah, in der Tat ein Eisgolem, oder? Toll. Abgebrochen. Ein Ring der Magie? Zu schwer. Und ich glaube, irgendein Rezept war da noch drin. Ja, dann machen wir mal den hier weg. Und den hier ran. Wir haben jetzt plus 80 Mana durch Ausrüstung. Das ist auch gar nicht so schlecht. Ja, Vanguard machen wir dann später. Das sieht mir nach einem Feuergolem aus. Dass wir den schaffen, bezweifle ich allerdings. Zumindest nicht mit einem... Was seid ihr denn? Was? Troglodyt? Was sind denn Troglodyten? Oh. Ziemlich heftige Viecher. Aber auch nicht zu heftig. Haben wir zufällig eine Eislanze? Ja. Dann würde ich, glaube ich, die... Oder den... Es sind drei Feuergolems. Wie sollen wir das denn machen? Ich glaube, dafür haben wir nicht genug Eislanzen. Wie viel sind das? Es sind nur drei. Wir haben nur drei Eislanzen. Ansonsten haben wir nur Feuerzauber. Wir müssen mal gucken, wie viel Schaden wir machen mit den Feuerbällen. Au.
Wie soll das denn gehen? Ich sehe das irgendwie gerade nicht. Ja, wir machen dem nämlich überhaupt keinen Schaden damit. Ist die Frage, ob wir irgendwie Schaden mit einer Eislanze machen. Nope. Das wird nichts. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das einfach. Gut, die ganzen Zelte hier, wo die Orks waren, die sind weg. Aber hier drüben war noch eine Waffentruhe irgendwo. Die könnten wir ja nochmal suchen gehen. Falls es die noch gibt, zumindest. Die sind einfach Dämonen? What? Okay. Die ist auch einfach eine Felswand jetzt noch Nordmar. Und eine Barbarenstreitaxt, auch nicht verkehrt. Aber okay, dann gehen wir jetzt wieder nach Faring. Und gucken mal, was in Faring so geht. Kasus-Truhe. Einmal Kasus-Schlüssel, aha. Wir kaufen mal die beiden Nordmarer Nebelgeier. Oh, den ganzen Wein bitte auch. Diese Waffen von den Troglodyten sind ja ein Haufen wert. Das kommt weg. Ja. Ach, wie, der hat ja gar nicht so viel Gold. Also eine können wir ihm geben. Du hast Mana-Tränke und Gold. Ja, kann man so machen, oder? 50 Fläschchen würde ich auch noch mitnehmen. Und wir haben auch immer noch dieses Schwert für 20.000. Kalif. Du hast Wein. Hallo, ich hätte ein paar Fragen an dich. Dann beeil dich. Meine Zeit ist knapp. Hat der Krieg dein Geschäft beeinflusst? Du hast ja wirklich keine Ahnung. Das Geschäft eines Assassinen wird durch nichts beeinflusst. Haben die Orks mal versucht, bei dir was zu kaufen? Ach, warum sollten sie das machen? Sie nehmen sich doch einfach, was sie brauchen. Was sagen die Bürger über Gorn? Nicht viel.
Meistens sind es eher Gästen, etwa ein über die Kehle gezogener Daumen. Warum ist Gorn so unbeliebt? Wegen des Kriegs können die Leute ohne eine Eskorte keinen Fuß vor die Stadtmauer setzen. Weißt du, warum Gorn Treles angegriffen hat? Nein. Und es ist mir auch egal. Aha. Das Geschäft eines Assassinen wird durch nichts beeinflusst. Natürlich. Durch bestimmt gar nichts. Er hat einfach ein Runenschwert. ...150.000. Aber du hast die 20.000. Und ich würde, glaube ich, bei dir gerne mal eine Gruppenhypnose benutzen. Dann hätte ich gerne da diese helle Bade, die hier rumsteht. Schlafen. Was war das? Ich war das. Ja, also zumindest das Ding hier ist gut was wert. Und das ist auch gut was wert. Und Egils Axt. Okay. Also ich denke, das war schon ein ganz guter Einsatz mal für eine Gruppenhypnose. Kann man schon so machen. So, war das zufällig der Schlüssel für diese Truhe da unten? Ich brauche den richtigen Schlüssel. Und irgendwelche Schlüssel bekommen, aber keine Ahnung, zu welchen Truhen die gehören. Das ist alles... Kalil. Hat der Krieg dein Geschäft beeinflusst? Das Geschäft eines Assassinen wird durch nichts beeinflusst. Ach so. Wer sind so deine Kunden? Tut mir leid, meine Kunden genießen Diskretion. Hast du seit dem Krieg weniger Kunden? Oh nein, eher mehr. Krieg macht die Leute traurig und dann sehnen sie sich nach Gesellschaft. Willst du mal einen Blick auf mein Angebot werfen? Nein, danke. Es erfährt auch niemand etwas davon. Vielleicht später, bis dann. Wieso? Hä? Das nehme ich mit und das nehme ich mit. Und dann kriegst du das und ein Eisenspeer und eine helle Bade und einen Kampfstab und das Ding und das nicht, aber das und das und den Bogen und das Schwert und das Soldatenschwert. Wobei, das benutzen wir vielleicht. 50, 65. Ja, Soldatenschwert können wir mal benutzen. Altes, wobei altes Schwert 70. Ja, das ist besser. Das kannst du haben. Das kannst du haben.
Ja. Und dann machen wir das mal auf die Null. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nicht drum rumkommen, diesem Typen 50.000 Gold zu geben. Können wir die ganzen Hühner mal alle... Hey, mir fehlen 5 Stärkepunkte. Da stand doch, ich kann das benutzen. Toll. Haben wir zufällig 5 Drachenwurzeln? Wir haben 5 Drachenwurzeln. Dann benutzen wir die jetzt einfach mal alle. Gut. Gehen wir nochmal hoch zum Pass. Falls wir da überhaupt hinkommen. Wie ist das eigentlich? Warte mal, wir haben jetzt 183 Mana. Wenn ich jetzt das hier nehme und dann das wieder nehme, haben wir immer noch 183. Okay, schade. Ich dachte, es gäbe vielleicht irgendwie einen Bug und wir könnten damit unser Mana regenerieren, aber wohl nicht. Wir brauchen ihn noch 11.000, dann können wir es auch einfach lernen. Also die Mana-Regeneration. Aber jetzt gucken wir mal in die Höhle hier unten rein. Vielleicht ist Rocco da ja noch. Ich bezweifle es. Ja, das sieht mir nicht aus wie Rocco. So, dann haben wir die Höhle auch. Und dann gehen wir nochmal in Richtung Nord mal gucken, was da noch so ist. Wir haben übrigens immer noch keine Rüstung. Ah. Das ist Richtung Nordmar. Auch einfach ein Stein. Können wir hier lang? Das sind mehrere. Sollten wir zumindest mal einen Trank nehmen vorher. Und außer ein Morgenstern ist hier auch sonst nur ein Stein. Hier können wir mal rauf. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier sonst noch irgendwas.
Okay, dann wieder runter nach Faring. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge mal in die Burg, gucken, was da noch ist. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr auch morgen in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin, ciao.